Hallo meine Lieben, wie geht es euch heute? Ich hoffe, es geht euch allen gut und willkommen zu noch einem Vlog auf Deutsch. Diese Vlog zum Beispiel will ich jetzt ein bisschen eine Kombination-Video machen. Es wird halb Vlog sein und halb Tipps sein, wie ihr eure Deutsch verbessern könnte oder wie ihr Deutsch besser lernen könnt oder wie ihr einfach auf die nächste Schritte kommen könnt auf oder in eure deutsche Sprache. Ich muss mich auch ja immer noch verbessern, aber ich finde, diese Tipps können euch auch gut helfen. Also jetzt erstmal einen super kurzen Hintergrund zu mir, wenn ihr nicht meine letzten Videos gesehen habt. Ich komme ursprünglich aus Finnland, ich wohne seit 7 Jahren in Deutschland und ich habe Deutsch relativ schnell fließend gelernt, als ich hier umgezogen bin. Ich würde sagen, innerhalb 3 Monate. Aber für mich fließend heißt das, ich könnte das einfach sehr gut sprechen, mit anderen Leuten Diskussionen haben. Das heißt nicht für mich, dass meine Grammatik 100% richtig war. Meine Grammatik ist immer noch nicht 100% richtig. Ich wollte das nur sagen, wenn ich fließend sage, für mich heißt es nur, dass ich könnte relativ gut kommunizieren auf Deutsch. Mein erster Tipp zu, wenn ihr euer Deutsch verbessern wollt oder ihr Deutsch lernen wollt. Und das finde ich hier das wichtigste Thema, weil ich habe auch Französisch gelernt in der Schule und immer wieder Unterrichte genommen für 10 Jahre und nie habe ich das tatsächlich wirklich gelernt. Und Deutsch habe ich super schnell gelernt und da gibt es ein paar andere Gründe dafür auch. Aber ich würde sagen, die allererste Grund, warum das bei mir so schnell ginge, im Vergleich zum Beispiel zu Französisch, ist, dass ich hatte einen Grund, für warum ich das lernen wollte. Ich hatte eine sehr gute Motivation dafür. Und das war, weil mein Freund tatsächlich in Deutschland wohnte. Ich bin hier umgezogen mit ihm und ich könnte realistisch sehen, dass ich mein Leben in Deutschland anfangen könnte und auch wollte. Und für mich hieß es einfach, dass ich sollte höchstwahrscheinlich auch Deutsch lernen, weil es einfach viel, viel einfacher ist, in ein Land zu wohnen, wenn du diese Sprache aussprichst. Wenn du die Motivation nicht hast, dann ist es sehr, sehr schwierig aufzustehen und einfach Deutsch lernen und diese Schritte zu nehmen, was du brauchst, um das zu lernen. Und ich weiß, das ist wahrscheinlich super offensichtlicher Tipp, aber ich finde, man vergisst das auch manchmal. Warum lerne ich eigentlich Deutsch? Warum will ich eigentlich mich verbessern? Warum ist es für mich eigentlich wichtig? Und dazu würde ich sagen, in Kombination zu deiner Motivation, warum lernst du Deutsch? Da gibt es tausende Gründe, für warum man eine Sprache lernen will. Dann finde ich auch, es ist wichtig zu verstehen, wie will ich diese Sprache lernen? Was ist für mich wichtig, okay? Für mich war es relativ klar von Anfang an, dass für mich wichtiger ist, dass ich gut Deutsch kommunizieren kann. Vor allem wörtlich, also sprechen, aber auch mit Schreiben. Aber es hieß für mich nie, dass ich muss jetzt unbedingt super schnell grammatisch 100% richtig sein. Und deswegen habe ich nie wirklich meinen 100% Fokus auf 100% richtige Grammatik gelegt. Das war für mich zweite Thema. Es war für mich zweitwichtigste Thema. Also wenn Grammatik für euch wichtig ist, weil ihr wollt einen deutschen Lehrer sein oder ihr weiß es in eurer Arbeit oder in der zukünftigen Arbeit, wo ihr arbeiten wollt, Grammatik sehr wichtig ist, dann klar, dann muss Grammatik auch eine von die ersten und vor allem wichtigste Sachen sein für euch. Aber für mich war das nie. Also, das ist mein Tipp Nummer 1. Und mein nächster Tipp, wenn ihr Deutsch lernen wollt oder mehr sprechen wollt, wäre das einfach mehr zu reden, zu sprechen. Und das ist immer meine absolute Nummer 1 Tipp. Ich habe das schon wiederholt in meinen anderen Videos und ich werde das immer wieder wiederholen, weil das ist wirklich die Weg, wie ich meinen Deutsch gelernt habe. Ich habe einen Kurs gemacht. Das war vor 7 Jahren, habe ich einen A1-Kurs gemacht und das war's. Ich habe keinen anderen Kurs gemacht und das ist eigentlich nur, weil ich jetzt nicht so viel Zeit hatte und ich habe tatsächlich mein Deutsch relativ gut gelernt, dann auch durch das Sprechen, weil ich in Deutschland gewohnt habe. Und wenn ihr nicht in Deutschland wohnt, dann gibt es da auch andere Möglichkeiten, wie ihr vielleicht das gut sprechen könnt. Ihr könnt von online einen Tandempartner finden. Da gibt es bestimmt Portale in Facebook oder Facebook-Gruppen, wo ihr einen Tandempartner finden könnt. Ich habe, wie ich schon gesagt habe,
Französisch 10 Jahre gelernt. Ich würde sagen, dass schriftlich und grammatisch war ich schon relativ gut damit, aber ich habe das nie wirklich zum Sprechen gelernt, weil ich habe das einfach nie wirklich gesprochen. Ich war immer zu schüchtern, das zu sprechen. Und es ist auch ein Tipp, einfach sprechen. Also auch wenn ihr schüchtern seid, einfach anfangen damit. Ihr werdet Fehler machen, ihr werdet was Falsches sagen, ihr werdet was grammatisch falsch sagen. Ja, es wird halt einfach so sein. Da wird auch Momente sein, wo die Leute dich nicht verstehen. Aber in meiner Meinung, der magische Rezept für Erfolg ist immer einfach wiederholen, wiederholen, bis es richtig rauskommt. Und dann entwickelt man sich auch sehr, sehr schnell. Das ist meine Meinung dazu. Und das ist auch, wie ich meinen Deutsch so gut, wie ich das jetzt rede, gelernt habe. Natürlich, ich wiederhole immer. Ich weiß, dass mein Deutsch nicht perfekt ist. Mein nächster Tipp. Und dieser Teil des Videos ist gesponsert durch Lingoda. Also lieben Dank an Lingoda. Lingoda ist eine Online-Sprachschule. Ich habe ganz am Anfang einen deutschen Kurs gemacht. Es war ein A1-Kurs. Und das hat mich auf jeden Fall geholfen, dass ich meine deutsche Sprache zu Anfang gebracht habe. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man irgendeinen Deutschkurs macht. Und bei mir war es so, ich habe ja in Deutschland gewohnt. Ich wusste, dass ich in Deutschland länger wohnen würde und ich hatte einen deutschen Freund und ich wollte einfach meinen Deutsch irgendwie anfangen und deswegen habe ich einen A1-Kurs gemacht, wo ich ein bisschen die Grammatik und die Grundlagen von der deutschen Sprache gelernt habe, so dass es für mich leichter war, auch das anfangen mit meinem Freund Alex zu sprechen. Und das hat für mich so funktioniert. Aber wenn ihr nicht in einem deutschsprachigen Raum wohnt und Deutsch lernen wollt in eurem Land, dann ist es eine sehr gute Möglichkeit, einen deutschen Online-Kurs zu machen. Und Lingoda ist eine weltberühmte Plattform, wo man sehr gut Sprachen inklusive Deutsch lernen kann. Ich weiß noch, wenn ich in meinem Deutschkurs war vor 7 Jahren, das war nicht ein Online-Deutschkurs, und da waren wir 10 Studenten in der Kurs. Und ich muss sagen, das war echt nicht optimal, weil ich das Gefühl hatte, dass der Lehrerin nicht so viel Zeit für mich damals hatte, um mich und meine persönliche Entwicklung wirklich zu helfen. Und Lingoda ist dabei sehr gut, weil sie haben Unterrichte, die maximal nur 5 Studenten haben. Also du wirst auf jeden Fall sehr gut lernen, weil die Lehrerin einfach Zeit für dich und deine persönliche Entwicklung haben werden, was ich auf jeden Fall super, super wichtig ist, weil auch wenn ihr alle in zum Beispiel einem A2-Kurs seid, kann sein, dass du bist trotzdem in ein bisschen anderer Situation als deinen Kursfreund und dann der Lehrer hat für dich immer noch ein bisschen Zeit, dich und deine persönliche Weiterentwicklung zu helfen. Und natürlich für mich war Lingoda auch eine super Idee, weil ihr weiß, ich bin eine Unternehmerin und ich habe nicht viel Zeit während des Tages. Eigentlich von 7 Uhr bis 9 Uhr abends bin ich nicht heim, habe ich keine Zeit irgendwas zu machen. Also wenn ich eine Sprache lernen will, muss es auf jeden Fall nach 9 Uhr abends passieren. Und da natürlich gibt nicht so viele deutsche Kurse, die das anbieten. Und Lingoda bietet das rum um die Uhr. Also du kannst wirklich deine Zeit selbst wählen, wann du das machen willst, wann es gut für dich passt und dir das Zeit auch dann nehmen. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Und was ich natürlich auch super finde bei Lingoda und was diese Online-Plattform ermöglicht, ist, dass alle Lehrer sind wirklich Muttersprachler in der Sprache. Also quasi, die haben Deutsch als ihre Muttersprache. Und manchmal, ich habe auch schon deutsche Lehrer gehabt, die nicht Deutsch als ihre Muttersprache hatten. Das bedeutet nicht immer, dass es schlecht sein muss, aber natürlich ist das ein bisschen mehr authentisch und du lernst wirklich die richtigen Dialekten oder Hochdeutsch vielleicht mit die Muttersprachler Deutscher. Und das fand ich sehr, sehr gut bei Lingoda. Und noch dazu, was ich super bei Lingoda finde, ist, dass die sind gar nicht teuer. Also Sprachschulen können teuer sein. Ich weiß das. Ich habe viel für meinen 8-wöchigen Kurs damals bezahlt und Lingoda kostet eine Gruppenstunde ab 9 Euro schon mal. Und wenn ihr dieses Video schaut, ihr kriegt eine Woche inklusive 3 Gruppenstunden kostenlos zum Testen. Also ihr könnt das erstmal raustesten, wenn ihr das mögt. Macht bitte weiter, weil das ist der Schlüssel für Deutschlernen. Und wenn ihr interessiert seid auf einen Deutschkurs bei Lingoda, dann ihr kriegt 20% Rabatt für einen Monat mit diesem Code, was ich hier auf der Screen machen werde. Also auf jeden Fall benutzen, das ist ein super Angebot für sowieso schon sehr günstige Sprachkurse online. Also auf jeden Fall probieren. Ich fand Lingoda super. Ich finde es so schön, dass die
Lehrer wirklich Muttersprachler sind. Das ist für mich sehr wichtig, weil ich finde, das hilft immer dabei, deinen Deutsch wirklich zu der Stufe zu bringen, wo es auch sehr nativ oder fließend auch klingt. Und das für mich ist einfach der absolut beste Weg, wie ihr eure Deutsch verbessern könnt, wenn ihr nicht in Deutschland wohnt oder in deutschsprachigen Raum wohnt oder keinen deutschen Freund, Familie oder irgendeinen deutschen Freundin habt, wem ihr jeden Tag treffen könntet und wirklich das Deutsch üben könnt. Ich bin mir sicher, dass das wird euch sehr gut weiterbringen mit eurer Deutschkenntnisse. Ich sitze hier und esse ein bisschen Erdbeeren. Ich liebe Erdbeeren, die sind momentan so, so lecker hier in Deutschland auch. Und ja, ich wollte dieses Video noch beenden mit einem letzten Tipp, auch wieder ein sehr wichtiger Tipp. Mein letzter Tipp, wenn ihr eure Deutsch zu die nächste Level bringen wollt, besser sprechen wollt, lernen wollt, was auch immer, ist einfach einen Plan zu machen und sich dabei zu motivieren, jeden Tag irgendwas, ein bisschen was zu machen, das eure Deutsch verbessern würde. Also ich weiß noch, wenn ich nach Deutschland umgezogen bin und ich wusste, dass ich wollte Deutsch lernen, ich habe Alex gesagt, hey, ab sofort sprechen wir sofort Deutsch, nur Deutsch, egal ob ich weinen würde, sagen würde, nee, 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 bitte in Englisch, wir machen das jetzt. Und das war mein Commitment sozusagen, dass wir jetzt nur Deutsch reden würden jeden Tag. Und mein Commitment, dass ich jeden Tag relativ viel dafür machen würde oder sogar müsste, um jeden Tag mein Deutsch verbessern zu können. Also, wenn ihr nicht in Deutschland wohnt und nicht das machen könnt, müsst ihr vielleicht andere Ziele für jeden Tag machen. Sag mal zum Beispiel, am Montag weiß ihr, dass ihr werdet mit eurem Tandempartner eine halbe Stunde bis eine Stunde Deutsch sprechen. Dienstag weiß ihr, dass ihr zumindest einen A5-Seite Deutsch schreiben werdet. Und vielleicht Mittwoch sagt ihr, dass ihr werdet 10 neue Wörter lernen. Donnerstags wollt ihr, keine Ahnung, wieder sprechen auf Deutsch, aber vielleicht nur mit dich selbst, und du kannst vielleicht ein kleines privates Kochshow machen daheim und versuchen Deutsch, das alles in Deutsch zu machen. Also auch wenn das alles blöd klingt und so, ist es wirklich so, und ich weiß, dass ihr weißt es auch, wenn ihr einfach jeden Tag irgendwas dafür macht, dass eure Deutsch zu verbessern, dann wird es auch sich verbessern. Das ist wirklich in meiner Meinung eine Regel von Leben. Ich habe so viel geschafft mit dieser Regel, nicht nur mit meinem Deutschlernen, aber auch mit unserem Unternehmen und dem Erfolg, was wir damit gehabt haben, oder alles, was ich in meinem Leben gemacht habe. Nur wenn man das wiederholt, immer wieder weitermacht, immer wieder sich weiterentwickelt und immer wieder jeden Tag irgendwas vornimmt, was man machen kann, um sich in diese Teil, was auch immer du lernen willst, was auch immer du machen willst, sich zu weiterentwickeln. Und das müsst ihr, solche Ziele setzen und damit einfach auch sehr diszipliniert zu sein. Und so lernt ihr am besten. Also ich hoffe, dieses Video war hilfreich für euch, und ich wirklich wünsche so sehr, dass ihr alles eure Deutsch verbessern könnt, die das machen wollen. Ich kriege ab und zu E-Mails von euch, dass ihr mit mir gerne Deutsch sprechen würdet, ein bisschen Tandem machen wollt oder sogar E-Mails. Leider, ich muss sagen, weil bei unserer Business momentan einfach so viel zu tun ist, das ist einfach irgendwas, wofür ich keine Zeit habe momentan. Ich würde das so gerne machen, aber ich werde weiterhin diese Videos für euch machen. Die werden immer Untertitel haben auf Englisch, also ihr könnt die an oder nicht anmachen, vielleicht ein bisschen beides auch, und hoffentlich kann das euch ein bisschen damit helfen. Bitte erinnern, ich bin keine Deutschlehrerin, ich bin nicht aus Deutschland, ich kann nur das mit euch teilen, wie ich meine Deutsch gelernt habe, und ich hoffe, diese Tipps helfen euch. Also, es hat mich sehr gefreut und vielen Dank, dass ihr das geschaut habt, und ich freue mich auf mein nächstes Video auf Deutsch. Lasst mich wissen, was ihr gerne wissen würdet oder was für ein Video ihr auf Deutsch gerne sehen würdet, in die Kommentare, und dann schaue ich mal, dass ich das so schnell wie möglich auch rausbringen kann. Also, bis dann, meine Lieben. Tschüss!